Huli Nerd. Meine Damen und Herren, ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Episode Huli Nerd zockt. Bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich gibt es nun im Viertelfinale den Klassiker Deutschland gegen Italien. Und ich dachte mir, bevor die DFB-Elf rausfliegen sollte, weil ich habe große Befürchtung, dass das passieren wird, spiele ich jetzt nochmal hier diesen Klassiker Nintendo World Cup. Nintendo World Cup ist eine Version, bei der ich jetzt erstmal das Passwort eingebe, damit wir überhaupt die Partie bekommen. Ja, ich habe mir vorher das Passwort rausgesucht, damit das hier alles funktioniert. So, das ist in dem Falle hier sogar schon das Halbfinale, aber das macht nichts. Hauptsache, ich kann jetzt hier euch zeigen, worum es geht. Ich könnte jetzt hier quasi bei dem Spiel einstellen, wie meine Spieler anders sind. Das heißt also, dieses Spiel hat eine erweiterte KI. Jeder Spieler hat so seine eigene Fähigkeit und ich kann auch die Mitspieler KI so einstellen, wie die dann in der Vorwärtsbewegung sind. Und ich kann auch denen jetzt eben halt die Befehle geben, ob sie eigenständig schießen sollen oder nicht. Und ja, das ist hier eine verbesserte Version sogar von der NES-Version. Also ich persönlich finde diese wesentlich dynamischer und falls ihr euch jetzt wundert, warum jetzt hier die Sprites die ganze Zeit flackern, das ist normal, weil man hat hier für diese Version wirklich einiges rausgekratzt aus der 8-Bit-Maschine. Und ich mache jetzt hier erstmal das erste Tor. Ja, ich hab's drauf. Das Spiel spiele ich seitdem ich 5 bin. Das habe ich eigentlich drauf. Kommen wir mal zu dem Inhalt von diesem Spiel. Eigentlich ist dies gar kein Spiel, bei dem man Nationalmannschaften spielt. Man hat diese Version für den westlichen Markt so ein bisschen ummodifiziert. Eigentlich spielt ihr hier so eine japanische Highschool-Mannschaft, die eigentlich allesamt Dodgeball spielen. Und für den westlichen Markt hat man gedacht, so, naja, das kommt jetzt nicht so gut an, machen wir dann doch mal lieber so ein paar Nationalmannschaften draus. Es ist nicht das einzige Spiel aus dieser Reihe, aber das ist das einzige Spiel, was im Westen erschienen ist von Technos, aus dieser Kunio-kun-Neketsu-Reihe. Und die haben ja so viel Spiele gemacht im Sportsektor, die Technos-Leute. Ist leider wenig hier im westlichen Markt rausgekommen. Ich glaube, das Dodgeball kam raus und das River City Ransom, das ja vorher einen anderen Titel eigentlich hatte. Man kennt Technos vielleicht auch noch daraus, weil sie für die Double Dragon verantwortlich waren. Ist ja mit Sicherheit auch vielen Retro-Gamern ein Begriff. Und ja, wenn man hier den Superschuss aus einer gewissen Entfernung macht, zumindest wenn man die Deutschen spielt, klappt das nicht immer. Ich meine, wir sind jetzt hier im Halbfinale in diesem Spiel und dass da so ein bisschen die KI geforderter wird, ist verständlich. Hier hat man auch leider nicht so viele andere Plätze zur Auswahl, zumindest jetzt nicht im normalen Modus. Wenn man im Multiplayer-Modus ist, hat man, glaube ich, auch auf der Gameboy-Version andere Plätze. Das kann ich gerade nicht sagen. Auf der NES-Version konnte man ja das Ganze sogar mit 4 Spielern spielen und da konnte man ja sogar einstellen, ob man jetzt hier auf Asche, auf Acker, auf Eis spielt. Da gab es ja mehrere Platzmöglichkeiten. Und was ich schade finde, in der zweiten Version könnte man nicht nur hier, was ich gerade mache, so seine Gegner wegballern und schönes Tor vom Mitspieler gerade. Da konnte man sogar den Spielern Uppercuts geben und da gab es dann auch noch so Windeinflüsse. Sehr schade, dass das hier im westlichen Markt nicht erschienen ist. Man könnte sich für den Game Boy Advance, könnte man sich die Kunio-kun Collection bzw. die Neketsu Collection zulegen. Ist aber schweineteuer, weil das ist ein sehr gefragtes Ding. Da gab es, glaube ich, 3 verschiedene Module von. Da habt ihr dann die ganzen Neketsu Games drauf. Und ich persönlich finde, dass das immer noch eins der spielenswertesten Spiele im 8-Bit-Sektor ist. Auch wenn es ein bisschen tönig ist, aber es macht Spaß aufgrund der nicht ganz so regelkonformen Eigenschaften dieses Spiels. Aber kommen wir zu dem Viertelfinale zwischen Deutschland und Italien. Wie schon in der Einleitung angedeutet, also ich habe die Befürchtung, dass es das dann jetzt war für die DFB-Elf, denn Italien hat den Titelverteidiger Spanien rausgeschossen und das nicht
so einfach, sondern schon fast dominierend. Und wer das schafft, der ist für mich dann klarer Favorit, auch wenn die Franzosen jetzt noch dabei sind. Und wenn es hier auch schon den ein oder anderen Favoritenschreck gab, ich meine, Island hat England rausgehauen, das war auch schon eine Sensation für sich. Und Wales ist auch noch im Turnier dabei. Gut, die hatten aber auch ein gewisses Losglück mit Nordirland, was ich schade finde, weil ich bin ja persönlich ein großer Freund von britischen Mannschaften. Aber sei es drum, um nochmal zur Begegnung Italien-Deutschland bzw. Deutschland-Italien zu kommen. Ich denke, das wird eine verdammt enge Kiste, bei der sich die Italiener knapp durchsetzen werden. Also ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt hier im Gegensatz zu anderen Partien jetzt hier so ein 3-0, 4-0 geben würde. Ich glaube, das wird so ein knappes Ding, das eventuell ins Elfmeterschießen geht. Wobei, im Elfmeterschießen würde ich dann schon sagen, dass wir mit Neuer dann schon im Vorteil wären, meiner Einschätzung nach. Aber ich denke, das wird in der Nachspielzeit irgendwie so ein 3-2, 2-1, 4-3, irgendwie sowas. Wobei, ich glaube eher ein 2-1 oder ein 3-2 ist da wohl eher naheliegend. Wir wissen, dass die DFB 11 eine Turniermannschaft ist, aber ich sehe die Italiener ein bisschen stärker. Ganz ehrlich, das muss man objektiv sehen. Ich denke, das war es dann. Aber sollte es nicht dann der Fall gewesen sein, was uns alle freuen würde, dann wären ja noch so Mannschaften wie Wales, Frankreich, ich meine, gestern haben sich die Portugiesen gegen, ich weiß nicht, gegen wen haben sich die Portugiesen, genau, gegen die Polen haben sich gestern die Portugiesen durchgesetzt, was, wo sich dann auch so zwei Favoritenschrecke aufeinander kamen. Und Portugal spielt einen sehr langweiligen Fußball. Ich nenne sie auch insgeheim Portugal, aber das ist ein anderes Thema. Ich denke, selbst wenn die DFB-Mannschaft weiterkommen würde, dann, ja, es wird vielleicht nicht einfacher, aber wenn sie Italien knacken, dann sehe ich eigentlich nur noch Portugal und Frankreich in der Favoritenrolle. Also aus diesem vier Teilnehmerfeld sehe ich dann doch eher die Möglichkeit, dass es dann dort zum Europameistertitel kommt. Ich spiele jetzt hier noch 2,5 Minuten und wie ihr seht, es ist eigentlich ein ziemlich stumpfes Gameplay, aber es funktioniert, weil man hat ja eben halt die Möglichkeit, ihr könnt entscheiden, ob ihr eure Mitspieler dazu bewegt, dass die eben halt die Tore schießen oder dass ihr dann eben halt hier selbst durchwascht. Und auch sowas ist ein schönes Tor, das ist auch nur in Nintendo World Cup möglich. Ich weiß nicht warum, aber es gab auch nur diese eine Version bei uns im Westen. Die japanische Version ist identisch. Ja, und Eigentore könnt ihr auch schießen, nur um jetzt hier mal zu zeigen, dass das möglich ist, dass da die Mitspieler-KI sich nicht gegen wehrt. Was halt schade ist, dass es eben halt nur diese eine Version gibt. Die japanische Version ist ziemlich identisch, nur dass man dann eben halt anstatt die Nationalmannschaften dann eben halt andere Teams spielt. Obwohl, bei der Gameboy-Version müssten das eigentlich auch Nationalmannschaften gewesen sein. Ich sollte mir mal das japanische Modul zulegen, um mir diese Wissenslücke zu füllen. Und wenn ihr auf der Suche nach einer neueren Version von dieser Nenketsu-Reihe seid, oh, und ich habe hier gerade das zweite Tor kassiert mit einem Superschuss, kommt vor, dann solltet ihr, um den Satz zu Ende zu bringen, wenn ihr eben halt mal auf der Suche nach einer interessanten Neketsu-Variante seid, es gibt bei Steam und auf dem PS Network gibt es so eine Collection, wo ihr dann so mehrere diesen schönen Neketsu-Kunio-Kun-Figuren meistern müsst. Und hier kommt es endlich mal zu einer Ecke, die zu nichts führt. Wie schon gesagt, ich bin ein großer Freund der Neketsu-Kunio-Kun-Reihe. Und eigentlich wäre das auch mal würdig, wenn man das in einem extra Video mal behandelt. Ich weiß nicht, ob ihr da Interesse habt. Würdig, also da habe ich nämlich ein bisschen Ahnung von.
Falls ihr das mögt, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht kommt es dann irgendwann mal dazu, dass ich euch dann hier einen erzähle von der Kunio-kun bzw. Neketsu-Reihe von Technos. Es ja leider so nicht mehr gibt, aber die Lizenzen sind in andere Hände gekommen mittlerweile, weil es gibt auch, ich weiß, auf dem DS gab es nämlich auch hier so eine Art Remake von diesem Neketsu-Fußballprinzip, wo dann eben halt die Sprites ein bisschen größer waren, aber immer wieder so ein schöner Soundtrack, und das macht diese Spiele auch aus, dass sie immer so einen richtig schönen Soundtrack haben, an den man sich lange erinnert. So, und das ist jetzt ein flacher Superschuss, der leider nicht klappen soll. Ich lasse jetzt hier einfach mal die Zeit verstreichen. Also, ich denke nicht, dass das Spielergebnis Deutschland-Italien so enden wird, wie ich das jetzt hier simuliere. Damit müsste es schon mit höheren Mächten zugange gehen. Ich meine, gut, es gab ja auch mal eine Fußball-WM, bei der die DFB-11 Brasilien 7-1 geschlagen hat, aber das wird mit Sicherheit nicht bei der Europameisterschaft zwischen Deutschland und Italien passieren. Ja, so. Und naja, das wird nicht mehr reichen. Ja, da hält er ihn fest. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal, euer Huli-Nerd. Ciao.